Christian Humboldt heißt der nächste Teilnehmer, der hier etwas vortragen wird. Er ist von einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Verein, nämlich von Transparency International. Christian Humboldt. So, nach dieser kurzen Ansage von Paul Elun kommt eine ganz lange dreiminütige Rede von mir. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, vor einer Woche haben wir gemeinsam mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und der deutschen Sektion der Anwälte gegen den Atomkrieg den diesjährigen Whistleblower-Preis verliehen. Und der Preisträger in diesem Jahr war Edward Joseph Snowden. Mit seinem Mut und seinem Verantwortungsbewusstsein hat er nicht nur die politische Auseinandersetzung über die Rolle der Geheimdienste und die tatsächliche Souveränität Deutschlands angestoßen, nein, auch die Debatte, was unsere Grundrechte eigentlich noch wert sind in einer Zeit der Omnipotenz staatlicher und privatwirtschaftlicher Datensammel- und Auswertungssysteme. Edward Snowden hat in seiner Reaktion auf die Verleihung des Whistleblower-Preises, wie sie uns ermittelt wurde, ist wie folgt selbst beschrieben, und ich zitiere Edward Snowden: Regierungen müssen für ihre Entscheidungen Rechenschaft ablegen. Entscheidungen darüber, wie die Welt aussehen wird, in der wir leben. Die Entscheidung, welche Rechte und Freiheiten die Menschen haben, muss öffentlich gefällt werden und nicht von den Regierungen im Geheimen. Das heutige Amerika hat mit der Kombination aus schwachem rechtlichen Schutz für Whistleblower, schlechten Gesetzen, die keinen Schutz des öffentlichen Interesses vorsehen, und einer Immunitätsdoktrin für Amtspersonen, die sich weit über die Grenzen des Rechts hinaus verirren, das Anreizsystem pervertiert, das Geheimnisse in Regierungen regelt. Dies führt dazu, dass wir einen ungerechtfertigt hohen Preis für die Enthaltung des notwendigen Fundaments unserer freiheitlichen Demokratie zahlen, unserer informierten Öffentlichkeit. Denn die Wahrheit über die Mächtigen auszusprechen, hat Whistleblower ihre Freiheit, ihre Familie oder ihr Land gekostet. Zitat Ende. Edward Snowden erinnert uns daran, dass wir in Deutschland noch immer keinen ausreichenden Schutz von Whistleblowern haben und zahlreiche internationalen Vereinbarungen dazu ignorieren. Dabei braucht unsere Gesellschaft aufmerksame und verantwortungsvoll handelnde Bürger. Edward Snowden könnte wichtige Beiträge leisten zur Aufklärung der Ermittlungen in Deutschland, inwieweit hier Grundrechte verletzt wurden. Er verdient die sichere Aufnahme in Deutschland. Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes sieht hierfür die Aufnahme eines Ausländers aus dem Ausland vor. Er kann in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden, und die deutsche Regierung muss Garantien abgeben, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird. Edward Snowden hat mit seiner Zivilcourage schon heute sehr viel bewegt. Jetzt ist es unsere Pflicht, für die notwendigen politischen Reformen zu streiten, damit seine mutigen Taten auch Konsequenzen haben. Das sind wir alle gemeinsam Edward Snowden schuldig. Wir fordern erstens die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament. Zweitens die Abschaffung oder zumindest Änderung des G10-Gesetzes. Drittens die Kündigung und Neuverhandlung aller Abkommen mit den USA, die die weitreichende Bespitzelung rechtlich zulassen. Und viertens die Einbestellung des britischen Botschafters und die Thematisierung auf dem nächsten Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Vielen Dank, der Beifall für Edward Snowden.